Torso wäre schon super. Leck, Leck. Also Beine geht auch noch. Wir können auch lecken. Hier ist nichts mehr. Du bist hier einfach so runtergesprungen? Ist mir egal. Boah, ich habe erstmal hier, ja, hier erstmal Moon wiederholen. Meine verschossene. Mein Gott, ey. Boah, der ganze Boden, hier liegt alles voll. Ja. Auf der anderen Seite der Mauer auch alles voll mit Moon. Alter. Jo. Alter, das war jetzt sowas von verschissen übel. Es wird auch gar nicht richtig hell. Das ist mega diesig, Alter. Alter, die haben die halbe Bude hier auseinandergenommen. Da hinten durch die Mauer, da hatte ich Frames gesetzt, ey. Alles zerhäckselt, ey. Alter, das war das Heftigste, was ich je... Also das war wirklich das mit Abstand Heftigste, was ich je in Seven Days to Die miterlebt habe. Wirklich. Mhm. Wie die da oben auf einmal standen, Alter. Und dann jetzt das hier am Ende. Also wir haben den gefühlt 100 Dinger in den Körper versetzt, 100 Pfeile. Und die sind einfach nicht kaputt gegangen. Alter, ich hab keine Ahnung. Gut, das Haus hält vielleicht nochmal. Das könnte vielleicht noch einmal halten. Aber dann müssten wir sehr wahrscheinlich uns 2-3 Stunden, bevor es losgeht, wie ich sämtliche Wege, die nach oben führen könnten, abreißen. Alles. Eine Nacht geht das vielleicht noch, aber da muss man alles abreißen, ey. Und in der Zwischenzeit sollten wir die Zeit dazu nutzen, uns vielleicht wieder ein Alternativgebäude zu überlegen. Das müsste hoch sein, dürfte aber nicht zu groß sein, dass da irgendwie 20 Flure oder Treppenhäuser nach oben führen können. Ja, es muss kleiner sein. Das hier kannst du total beschissen absichern. Ja. Ich frage mich, was zum Beispiel so wäre, wenn man ein Gebilde bauen würde, was quasi so ein Turm ist, was dann quasi nur aus 4 solchen Blöcken nach oben führt. Und oben ist halt, packt man so ein Plateau drauf, wo man dann quasi mehr Platz hat. Und unten macht man rundherum alles voll mit Spikes. Alles. Ja. Am besten auch aus... Echt, ich bin... Ich kann gar nicht beschreiben, wie geflasht ich war. Unglaublich, ja, das ist unglaublich, ey. Die hier, die hätten weggemusst, damit die dann nicht nochmal aufrennen, weil die kamen dann schon immer hier rauf. Ja, aber wie kamen die erstmal hier hin? Das ist das. Dieses Freche. Haben die sich hier durch? Nee, hier durch ist nix. Dann sind die von ganz unten, aber wie können die von ganz unten? Der Weg dahin war zugekleistert mit Dings. Mit die, durch die, die haben sich durch die, warte. Das hat sie gar nicht gestört. Jetzt standen ja nur hier 10 Stück oder so, da sind die einfach durch. Der Raum, der hier mal vorher stand, da waren 10 Stück drin oder so. Durch. Die haben die Mauer, die haben die alles weggehäckselt. Alles. Guck mal hier, das war zugemacht, das ist weggehäckselt. Alter, ja, jetzt kommen wir hier das überall waren, raus, ne? Ja, das war überall zu. Haben die alles weggehäckselt. Weggehäckselt. Ja, aber wirklich, Alter. Ne? Wow, echt nur noch wow, wow, wow. Guck mal, und hier vorne, was haben sie hier? Ja, da haben sie sich auch ein Loch durchgeschlagen, aber ja, uninteressant. Hier, da sind 2-3 Leute, die haben hier 3 von diesen Spikes kaputt gemacht, ansonsten sind sie hier durch, ey. Wow. Ah, das Ding sieht aus wie ein Schweizer Käse. Absolut wow. Jetzt mal einen Schluck Kaffee.
Sie sagen es. Alter, ich... Boah, Alter. Ja, keine Ahnung, ey, wo man da am besten hin kann. Boah, ich auch nicht. Weißt du, mich bringt so ein Ding fast um, die ja. Rennen da durch. Ich bin so gut wie tot jetzt. Alter. 8 Hitpoints noch. Naja. Ich weiß gar nicht, was ich gerade tun soll. Ich fühle mich ein bisschen ohnmächtig gerade. Ich fühle mich ein bisschen erschlagen davon, dass die, dass das jetzt so eine Kacknacht. Ah, Entschuldigung, Hand vor Mund habe ich vergessen. Ich ferkel. Ja, ich. Ich versuche mir erstmal wieder aufzuheilen hier. Das ist ja, ja unglaublich, ey. Alter. Ich dachte, wir wären so gut gerüstet, ey. Auf dem Boden der Tatsachen zurück, aber wirklich, ey. Mein gutes Seven Days to Die, ey. Ja, es ist richtig böse. Ja. Ach, wenn du dich hochhältst, ich habe ja hier viele von diesen Dingsbandagen reingehauen, hatte ich, ne? Von diesen Erste-Hilfe-Verbänden sind jetzt noch 7, da kannst du dir ordentlich was reinkloppen. Oh ja, super. Boah. Ja, sehr gut. Ja, keine Ahnung. Also, Steine, Lehm, damit du wenigstens so was Ähnliches wie Holzdinger bauen kannst. Kann man die eigentlich noch upgraden? Ich guck mal eben. Ich hätte ja hier so ein paar Blöcke gesetzt. Hier, den hier. Den kann man dann noch mit Cobblestone Rocks... Nochmal upgraden, interessant. Ich brauche Steine, Kapitel. Wo bist du gerade? Ach, draußen. Ich brauche Lehm. Ich brauche eine Schippe. Wo ist meine Schippe? Wo? Da ist meine Schippe. Ich mache jetzt einfach mal hier. Ich bin da ganz bei Ihnen. Habe ich irgendwie. Ich möchte gerne aus diesem Lehm Cobblestone Rocks machen. Wie viele? 108. Das ist gut. Was macht er jetzt gerade? Jetzt gehe ich mit dem Hammer mal an den Gesetzten. Okay, und danach bräuchte man Beton. Wie viel hat denn der? 1500 hat dann die Mauer. Naja, nicht viel. Die andere hat 2500 gehabt, die Betonwand. Wow. Die haben die durchgehäckselt. Mit 2500er Wand. Hier, ich kann nur den hier upgraden. Mhm. Oder mehr kann ich nicht. Danach brauche ich Beton. Mehr kann ich nicht. Diese hier. Und die haben 1500 nur. Ja gut, wenn wir da 10 Reihen dick machen, dann ist doch doch alles kein Problem. 10 Reihen dick. Ah, nee, hier hole ich Sand raus und hier hole ich dann wieder Lehm. Lähmen Sie. Meine Herren, das riesige Problem ist, man muss jetzt alles
man muss erstmal alles wieder aufbauen, man muss irgendwie eine halbwegs gute Strategie haben und alles, was man hier verbraten hat, muss man ja auch irgendwie wieder ranholen. Das ist. Ja klar. Hey. Meine Herren. Boah, ich hab noch was für nachher Aufnahme. Oh. Und erzählen. Da freue ich mich aber doch. Ja, kriegst die Tür nicht zu. Das ist richtig, dass ich jetzt gerade auch Lehm suche? Ja, das ist perfekt. Lehm und Steine. Oh nein. Lehm und Steine. Gehen Sie mir mit diesen verdammten Steinen weg, ey. Ansonsten ganz viel Lehm. Lehm, bis der Notarzt kommt. Ach du Scheiße. Oh, ich habe jetzt gerade noch mal Packmule weitergemacht. Das ist gut. Einen konnte ich weitermachen. Hund? Hund? Alter, Hund? Hunde? Hunde? 4 oder 5 Stück, Tibor. Weg. Rauf. Versuchen, die Base durch die Mauer reinzukommen. Alter. Ja, ja, und geh einfach rauf. Geh einfach rauf. Diese Bastarde, ey. Alter. Oh, Armbrust. Hä? Boah, echt, da krieg ich einen Hals. Ja, ich auch. Ich höre noch mal Hunde. Alter, ist das diesig. Links von dir, Tibor, links von dir, da draußen. Da rennen 2 Stück rum, südlicher Richtung, 2 Stück. Gehen hier südlich. Noch, komm mal wieder rein. Jo, ich sehe. Ich glaube, das geht. Ja, wenn ich die Schaufel nicht ausgerüstet hätte. Sehr schön. Geil, Headshot. Er kommt. Ja, ich hab über ihn drüber. Alles klar. Bastarde, ey. Echt, Alter. Boah, verfluchter Bockmist, ey. Hast du irgendeinen sinnigen Plan, weil ich überhaupt keinen hab, wie wir die nächste Nacht überhaupt überstehen sollen? Keine Ahnung. Gut, okay. Das ist sehr gut zu hören, dass, weil ich fühle mich auch gerade so. Boah. Bist du im Haus? Nee, ich bin jetzt nach hinten und klopp ein paar Steine oder hab's auf jeden Fall vor. Bin jetzt schon genervt, ich hör auf. Auch diese ganzen Wölfe, Hunde, das hat alles so viel ist. Das Ding ist auch, die Stärke der einzelnen Zombies finde ich gut. Ich finde, glaube ich, die Menge von den Viechern, die meistens kommen, auch in Häusern und so, das ist, was mich eher stört, ey. Ja, vielleicht muss man das einfach echt schwierigkeitsmäßig einfach runterdrehen. Ja. Ja, aber da merkst du, ne? Die haben die Engine, die haben das Spiel geändert und
Ja, es ist aber irgendwie auch immer noch nicht rund. Also das ist, ich finde, das ist zu ausbalanciert, das ist einfach zu heavy. Ja. Das kann mir keiner erzählen. Das ist natürlich schön, wenn das anspruchsvoll ist, keine Frage. Aber das ist doch hier, Mal eine fette Hausnummer, ey. Genau. Boah, meine Herren. Alter, ich hätte doch eben Stein hier fast durch. Ich würde schon sagen. Und hauen sie. Und was geht morgen ab? 7 Days to Die. Okay, das klingt schon mal gut. So, ich habe jetzt 485 Stein und 387 Lehm. Ja, dann kannst du aus Steine und Lehm kannst du, musst du mal gucken, die heißen im Englischen, wie heißen die jetzt? Cobblestone Rocks oder sowas? Sind das Pflastersteine? Also Cobblestone Rocks, ja, Pflastersteine. Da machst du welche mit und später kannst du die nochmal mit Stein und mit Lehm nochmal upgraden. Dann hast du 1500er Blöcke. Also ich mache jetzt aber Cobblestone Rocks. Sonst kannst du, warte, ich kann jetzt auch Folgendes machen. Ich setze jetzt erstmal welche. Du kannst da gucken, ob du die upgraden kannst. Mit der Steinaxt oder was. Steinaxt. Hier mal reingesetzt. Steinaxt nehmen oder ein Clawhammer oder eine Wrench, also sprich einen. Und Rechtsklick, ne? Ja. Kannst du die upgraden? Ja, ne? Ja. Ja. Dauert aber ewig, Alter. Ah, da brauchst du Cobblestone Rocks für, ich sehe das schon, okay? 44, ey. Warte, was ist mir jetzt ausgegangen? Irgendwas ist mir ausgegangen. Cobblestone Rocks. Aber ich hatte doch gar keine. Ja, da musst du welche machen. Sind das diese... Aber ich hab doch Pflastersteine. Aus Lehm und ja. Ach so, doch geht. Da hast du wahrscheinlich aufgebessert und... Na, okay. Ja, muss ich noch welche herstellen, ne? Mein Gott, ey. Was ist das? Alter. Kann ich das hier noch? Ja, die Holzblöcke kannst du auch noch upgraden, einen höher. Oder wir kloppen die raus und machen da auch Cobblestone Rocks. Im Endeffekt ist es egal, ey. Einfach zuschmieren die Scheiße erstmal. Ja, ist doch so, oder? Ja. Erstmal zuschmieren das Loch, ey. Auch, dass der Stacheldraht hier drüber weg ist, ey, Alter. Flex, wie heißt denn das, was du dann aus dem Pflasterstein machst, diese, Keine Ahnung, wie diese Vierecke. Also diese... Diese Rahmen, die du da machst. Die Rahmen? Ja, diese Rahmen aus Pflasterstein. Also ich mache nichts anderes außer Pflasterstein Dinger zu bauen. Ja, aber die heißen ja, die heißen dann genau. Flagstone Blocks oder so. Flagstone Block, okay. Genau, Flagstone Block.
die kannst du dann craften, die kannst du setzen und die wiederum kannst du jetzt hier upgraden, wie du gerade gesehen hast. Oh, ich sehe hier gerade alles. Flexdown Arch, Flexdown Arrow, Flexdown Gable, aber kein Flexdown Block. Warum? Flexdown Block heißt der, ja. Ja, kann ich nachsuchen, findet er nicht. Das ist einfach super. Das ist gerade echt super, ey. Flexdown Wedge, ich finde wirklich alles. Boah. Ja, kann ich nicht. Ich rüste die dann auf, warum auch immer ich das nicht finde. Schrei Ilse draußen. Das genieße ich. Alter, und zum Bauen brauche ich auf jeden Fall was anderes als die Steinaxt. Die ist ja ein richtiger Arsch, ey. Muss ja einen Clawhammer bauen. Kann ich das aus der Hand? Ich glaube ja. Wenn du Stahl, Forged Iron hast, ja. Na, zu wenig. Nee, gar keinen habe ich. Ich habe drei, das wird nicht reichen. Da bist du bestimmt 10 oder 20 für los. Ja. Völlig verwirrt. Boah. Boah. Nein, ich bin runtergefallen. Boah, mir ist nichts passiert. Mir ist nichts passiert. Gar nichts. Wow. Clownhammer eignet sich prima dazu. Ja, ja, ja. Ach, ich kann den wahrscheinlich einfach noch nicht bauen. Warum nicht? Vielleicht muss man dieses Ding für die Workbench können oder was? Ja, wahrscheinlich ja, ne? Könnte sein. Warte lang, ich komme da oben. Boah. Okay, das ist schon mal fantastisch. Rezepte, Clawhammer. Fantastisch. Mach mal gerade. Warte mal, ich mach das hier aber allerdings dran. Ja. Yeah. Craft. Oh. Die Lagerkiste haben wir angeschlagen. Meine Herren, sind das Schweinchen. Hier noch so eine Iron Shovel. Iron Spikes Trap. Trap? Spike Traps are the first and earliest line of... Aha, da muss man Forged Iron firm, okay. They are slow and damage and it places in the secondary action, okay. Stimmt, Leder. Lederrüstung. Ich guck mal. Yeah. Leather. 50, da müssen wir bestimmt Kleber oder irgendeine Kacke für haben. Ich schwöre, das wird nicht nur Leder sein. Rezepte. Okay, Leather Boots. Okay, da brauchen wir schon mal Duct Tape für. Da fängt es nämlich schon an. Leather Chest Armor brauchen wir Duct Tape für. Klebeband. Leatherhood. Brauchst du überall Dings für. Wenigstens ein Duct Tape. Scheiße. Wir haben fünf Duct Tape. Das war's. Ich glaube aber, dass man aus Kleber... Ich guck grad, Kleber und Stofffetzen ergeben Duct Tape. Ja.
Aber Kleber habe ich noch seltener gefunden als Duct Tape. Aber wie macht man? Man kann doch auch natürlichen Kleber machen, ne? Ja, aus Knochen und schmockigem Wasser. In der, im Campfire. Jo. Da kannst du Kleber rauskochen. Jetzt habe ich 5-mal Duct Tape. Komm, ich such mal. Und 5 sind 10. Ich such mal Knochen zusammen. Irgendwo, hier, ich habe noch 11 im Inventory, schmeiß ich dir raus, liegt vor meinen Füßen. Oh, Closing, also. Ich glaube, wir haben gerade auch, glaube ich, gerade gar kein schmockiges Wasser. Ich glaube, das ist gerade sogar eher das Problem. Also du kriegst eine Chest Armor, die kann ich machen. Handschuhe, Boots. Naja. Also Handschuhe habe ich ja schon halbwegs gute. Die würden mir erstmal reichen. Was mit Boots? Oder reicht dir erstmal eine Torso-Rüstung? Torso wäre schon super. Leck. Also Beine geht auch noch. Wir können auch lecken. Lecken. Ja, Leather-Boots geht auch noch. Okay. So, warte mal. Ja oder ja? Ja. Okay. Ja. Warum kann ich den nicht reparieren, den Helm? Dann mache ich mir aber einmal Lederhandschuhe, weil die habe ich nicht. Ja. Okay, du kannst ja schon mal die erste Brustrüstung da rausnehmen, die ist gerade fertig geworden. Ja, hast du noch leere... Gläser oder sowas? Ja, 12. Sehr gut, genau die brauche ich. Schmeiß ich dir raus. Damit renne ich jetzt, obwohl wir haben hier noch, ist egal. Wenn wir noch Schneebälle hätten, dann... Haben wir noch ein paar. Ich gehe trotzdem kurz nach unten und... Weißt du, was du machen kannst, mein Guter? Nimm hier die Schippe raus. Ich habe hier in der Dings eine Eisenschippe gemacht. Und dann kannst du nämlich besser, wenn du direkt aus der Haustür rausrennst, da Richtung Dings, Norden, ne? Ja. Richtung Norden rennen, das ist da viel kürzer. Dann pack Schnee ein. So, hier. Nimm die Schippe mit. Ich habe doch eine Schippe hier gerade in der Hand. Also eine Stone-Schippe? Ja, das ist okay. Das ist okay. Ist aber Stufe 1. Ja, hier ist 3 drin. Keine Ahnung, kannst du mir die rausschmeißen? Ist es denn eine Steel? Ja, hier. Gut, ich nehme die. Ist das eine Steel-Schaufel oder was hast du da gerade? Stahl. Also die Frage. Ja, ist die Frage. Weiß ich nicht, das ist jetzt eine Eisen gewesen. Hier ist ein Clawhammer noch übrigens. Hast du die Rüstung rausgenommen? Ja. So, dann renne ich mal schnell los. Oh mein Gott, ich finde die Atmo aber jetzt gerade beim Regen wieder super geil, ey, meine Herren. Norden, Nordosten. Ja, ich habe Lederschuhe und ich habe eine Torso-Rüstung hier. Geil, auf 3. Das ist natürlich cool, also. Ja. Aber ein bis zwei Tage werden wir auf jeden Fall dafür aufwenden müssen, halt die Ressourcen, die wir verbraucht haben, wieder reinzuholen, ey. Wo ist meine Taschenlampe? Da ist meine Taschenlampe. Gut. So, jetzt will ich was wissen. Ja, das ist viel besser, als da zum Wasser zu laufen. Schneebälle ist geil. Schneebälle okay, sind geil. Sind die so. Electrical Parts? Mega geil. 8 davon. 2-mal Klebeband. Ich höre schon, du machst hier einen Bergbau. Ja, ich guck mal gerade. Ich habe ja auch noch den, den müsste ich aber irgendwie reparieren. Ich habe ja so einen Football-Helm. Hast du den noch? Ja, den habe ich auf dem Kopf sitzen, aber der ist kaputt. Ja, das ist egal. Okay, weil ich habe nämlich noch einen gefunden hier in der Kiste, aber... Da fehlt noch irgendwas. Plastik fehlt, okay. Das reicht. Ich glaube, wir könnten da irgendwo an Plastik scheitern. Ah. Oder? 5? Ne, da ist Nummer 21. Das ist sehr geil. Es wird aber am Klebeband hapern, glaube ich. Wir müssen ja Klebeband herstellen aus Close Fragments und, Scheiße, Close Fragments, du sagst es. Kleber. Ich guck dann nochmal hier in der Nähe nach Cotton. Alles klar, einen kann ich anstupsen. Der läuft jetzt gerade durch, einen Minenhelm. Close Fragments haben wir ein Riesenproblem. Eben, deshalb will ich Cotton holen.
Ja, mach das. Hier ist noch 9 Makotten im Dings. Close Fragments. Kann ich 4 schon mal craften, das ist schon mal gut. Eine ganz... Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr von. Viel mehr. Scheibenhonig, das finde ich gar nicht gut. Toll wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt auch sogar noch Kotten finden würde. Das wird das Ganze so ein bisschen toll machen. Hier ist gar nichts, Alter. Ja, eine Chrysantheme. Die kann mich mal Gene haben, ey. Alter, okay. Ich finde hier nichts. Ich muss aber mein Nachtsichtgerät wegnehmen. Oder? Warte mal, 40 Taschenlampe? Was ist denn das für eine Ansicht? Wieso ist denn der so extrem hoch? Wieso geht denn der nicht mit? Der leuchtet ja nur geradeaus. Aber wenn ich nach unten gucke, bleibt es ja. Das ändert sich ja nicht. Du hast immer den Kegel nur direkt nach vorne gerichtet. Der Kegel geht nicht mit. Beim Bauarbeiterhelm da? Ja, genau. Warte, Scheiße, Alter. Früher ging der Kegel ja wirklich da hin, wo du geguckt hast. Also auch sprich nach unten. Das haben die geändert. Der geht kerzengerade. Oh. Der bleibt auch gerade. Oh. Ich meine, gut, besser als gar nichts. Aber wieso hat der hier hinten eigentlich noch das Lagerfeuer angemacht, der Ferdi? Ja, die 5 mal rausnehmen hier. Okay. Okay, viel habe ich jetzt hier nicht an Kotten. Ah, das tat so gut. Wo sind Sie, Schmingel? Okay. Oh, ein ganz viel schmockiges Wasser. Dann trinken Sie noch mal ein paar Saftkartons leer.